Hallo und herzlich willkommen zu dieser Einheit virtuelles Torwarttraining. Heute wollen wir uns mit dem Ansaugen beschäftigen, das heißt also mit dem Greifen des Balles vorne vor dem Körper. Eine der essentiellen Techniken, das haben wir bisher mit der blauen Mauer noch nicht gemacht. Deswegen werden wir das auch jetzt darstellen. Dazu habe ich natürlich, wie bereits erwähnt, auch meinen Assistenten. Die bekannte blaue Mauer. Zum Ansaugen dann sei gesagt, dass wir das Ansaugen nennen, weil der Ball vorne gefangen wird und wird dann an den Körper herangezogen, also förmlich hier vorne gegriffen und dann angesaugt, wie in einer sogenannten ziehenden, saugenden Bewegung. Dabei ist wichtig, dass die Hände den sogenannten Korbgriff, wie die Engländer es nennen, auch Fangweh, weil die Zeigefinger und die Daumen ein W bilden, das werden wir uns nachher dann auch nochmal ansehen, hier entsprechend gefangen und gegriffen wird. Das ist essentiell. Wir zeigen, wie man es trainiert, wie man es aufbaut und wie es dann letztendlich aussehen soll. Zunächst schalten wir wieder die Beine aus. Unser Torwart soll sich erstmal nur auf den Ball konzentrieren und lernen, den Ball zu fangen. Bei Kindern ist das ähnlich wie bei den hohen Bällen. Wir werfen dem Torwart den Ball zu. Dieser soll ihn mit den Händen abprallen lassen und dann im Nachfassen im tiefen Umarmungsgriff sichern. Das demonstrieren wir mit 2-3 Bällen. Danach gehen wir gleich über zum normalen Greifen des Balles und werden uns das Ganze dann auch nochmal mit dem Fangweh genauer anschauen. Es folgen geschossene Bälle, die unser Torwart natürlich festhalten soll. Jawohl! Jawohl! Das sind die wichtigen. Jawohl! Scheiße. Gut. Wir können hier nun sehen, dass der Ball relativ weit vorne gefangen wurde und die Arme den Schub des Balles dämpfen sollen. Gleichzeitig sehen wir dann hier den entsprechenden Korbgriff. Er wird deswegen so genannt, weil die Hände einen Korb bilden und sie bilden mit dem Daumen und über die Zeigefinger hinweg ein Dreieck, das sogenannte Fangdreieck. Die Engländer nennen diese Haltung hier ein W, welches leicht nach innen geknickt ist, weswegen die Fangweh dazu sagen. Wir bleiben allerdings bei der Bezeichnung Korbgriff. Das ist die offizielle Bezeichnung dieser Handhaltung. Häufige Fehler dieser Handhaltung haben wir auch in Videos gesehen, werden wir uns auch noch genauer anschauen. Das ist, wenn die Finger zu nah beieinander sind, sich gegebenenfalls überkreuzen. Der Ball kann hier nicht mehr sauber gehalten werden. Er rutscht meistens durch und fällt zu Boden und muss im Nachfassen gesichert werden. Oder aber wenn die Hände zu weit auseinander sind, die Daumen können nun die Last nicht mehr tragen. Der Ball gleitet in der Mitte durch, weil hier der Belag natürlich die Bremslast nicht mehr halten kann. Gleichzeitig ist dann hier gegeben, dass auch hier die Daumen nach hinten umgebogen werden können, sich verletzen können. Das ist alles keine Handhaltung, sondern das ist Ballklatschen. Das ist, wenn der Ball hier kommt und der Torwart die Hände seitlich an den Ball führt und nicht dahinter. Das ist eine falsche Haltung. Wir möchten, wenn der Ball geflogen kommt, dass die Hände den Ball hier vorne ergreifen in einer sauberen Haltung. Das können wir auch simulieren, indem der Torwart steht und wir den Ball hier halten und ihn langsam heranführen. Der Ball käme und jawohl, wir wollen die Hand halten. Und wir wollen die Hand halten. Und auch da immer darauf achten, dass die Handhaltung korrigiert ist. Das heißt, wenn unser Torwart einen Ball gefangen hat, dann möchten wir, dass er nach dem Fangen des Balles den Ball sich anschaut und schaut, bilden meine Finger ein Dreieck. Wenn diese Finger ein Dreieck bilden, hat er den Ball richtig gefangen und dann ist alles in Ordnung. Das bedeutet, der Torwart greift den Ball, schaut auf seine Finger und kontrolliert sich selbst. Dies ist essentiell für unseren Torwart. Und damit sind wir auch schon am Ende des Ansaugens, denn Übungen dazu
gibt es relativ wenig, sondern man muss dem Torwart die Bälle werfen, dann werden sie langsam geschossen und letztendlich wird dann weiter geübt, bis dann Sicherheit vorhanden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.